Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zum Kutschenspiel. Ja, da wurden die Leute enttäuscht, ne? Zack, steht ein großer Bus, macht die Türen auf, zack, steht da noch eine Kutsche. Und die Hälfte, ein Drittel, nein, ein Viertel passt da rein. Höchstens, nicht mal. Gut, herzlich willkommen zu Transportfieber Folge 120. Die bisher längste Staffel, die wir bisher gemacht haben. Ich darf begrüßen an meiner Seite den Manu. Und ihr seht, wir haben uns entschieden, hier mit Pferden zu fahren. Und wir fahren hier mit Pferden, aber sowas von. Gut, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt natürlich erstmal, wie in der letzten Folge, wo wir beendet haben, mit der Dampflok mitfahren. Die Dampflok ganz klar zu erkennen. Braucht man nicht mal großartig suchen. Die holen wir uns ran. Diskussion über Feinstaub ist dann auch Geschichte. Und machen dann auch mal die Mitfahrt. Mit der neuen Kameraeinstellung. Boah. Sieht schmuck aus. Gefällt mir gut. Nur der Zug müsste ein bisschen mehr rumpeln, weil das ganze Ding, wenn man rechts in der Ecke unten das Rädchen sieht, dann ist das doch schon ziemlich holperig. Leicht unrund. Ja. Ganz schön voll der Bahnhof. Aber da kommt schon der Zug. Kommt schon die Frage, ob du auch noch mal einen Waggon nach hinten gehen könntest. Klar. Damit wir den ganzen Zug vorne sehen können. Können auch noch weiter nach. Achso, warte mal. Können wir, glaube ich, die schnellere Variante wählen. Und jetzt da oben drauf vorne letzter Waggon. War ja letztes Mal auch gewünscht. Letzter Waggon gibst. Links aus dem Fenster gucken. Sodass wir so ein bisschen dem Zug hinterher schauen können. Ein Traum eines jeden Fahrgastes. Und. Fieso, vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank für deine Bits. Ihr wollt euch alle ja wieder gegenseitig ärgern. Ja, ist so. Ich kann da nichts gegen machen. Ihr wollt es so, ihr möchtet es gerne. Ich kann euch das nicht verbieten. Von daher vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns mit diesen Bits unterstützen. Und auch mit den Subs. Und auch mit einem anderen. Die Beteiligung an dem Projekt und so weiter. Es ist absolut gigantisch, was in dem einen Jahr, was wir jetzt hinter uns haben, hier auf die Beine gestellt haben. Es ist gigantisch und ich freue mich, dass es so ist, wie es ist. Und ich freue mich bei jedem Einzelnen, der mit dabei ist. Jeder Einzelne. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so rüberkommt, weil ich auch noch ein bisschen andere Sachen im Kopf habe und auch noch ein bisschen andere Sachen zu tun habe und manchmal vielleicht ein bisschen rauer bin vom Ton her, dann seid mir bitte nicht böse. Auch ich bin nur ein Mensch. Aber ich versuche mich so gut es geht zusammenzureißen. Das sieht echt gut aus. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist das Flackern rechts. Das hätten dann die Kamera hätten dann noch ein Stück weiter hinten sein müssen. Oh, jetzt stößt du gerade an LKW-Verkehr. Ja, das macht. Schlacke-Linie. Kommt ja noch ein Zug. Also ich halte ihn nochmal an. Dankeschön, also. Wie einer hier im Chat schön geschrieben hat, das ist nur Hobby und wir alle haben ein Real Life. Daher ist alles super, wie du es machst. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, ein Mensch mit Ecken und Kanten. Ich finde, jeder sollte eine Kante haben, ne?
Ja, es ist auch so. Es ist halt wirklich ein Hobby. Man macht das alles ein bisschen nebensächlich. Ist schon eine tolle Sache. Trotzdem macht man sich ja auch Gedanken darum, dass es alles so ein bisschen am Laufen bleibt, weil es ist wirklich ein Haufen Arbeit dahinter, das alles überhaupt in Gange zu kriegen und das Ganze so in Gange zu kriegen, dass es so läuft. Und das ist auch nicht unbedingt alleine zu schaffen. Deswegen sind wir schon vom Team her ganz schön groß geworden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man so viele tolle Menschen übers Gaming kennenlernt. Ne? Das ist schon echt heftig. Jeden Abend, wie viele dabei sind. Vielen Dank, Tiger, für dein Follow auf YouTube. Hau rein, Zobel. Kommen wir jetzt zum Güterbahnhof. Genau, da fährt er jetzt quer die große Kreuzweiche. Lässt sich aber echt gut fahren, muss ich sagen. Ja, ist aber ähnlich wie ein Follow. Stahl rum. Wie bitte? Da liegt ja auch schon wieder massiv Stahl rum. Ja, aber da kommen genug Züge. Dem deine vertraust du noch, kommt rein. So sieht's aus. Da können wir gar nicht anders fahren. So, jetzt sind wir schon im Güterbahnhof von Aschaffenburg. Schon. 8 Minuten 30. Und wir hatten nicht viel Wartezeit, ne? Ja. Außer, dass wir den Güterzug da vorne aufhalten. Hätte man doch zur Zufahrt einen Haierwatter nehmen sollen. Ach, Quatsch. Ich finde das okay so. Schön anzunehmen. Tong, tong. Ja. Beton, tong, tong. Charles, vielen Dank für dein Follow auf Twitch. Und da haben wir noch ein tolles Schriftstück hier im Chat gerade. Das möchte ich auch gerne verlesen von TomTom. Also ich gebe mir fast täglich die Kante und ich freue mich auch immer wieder drauf. Schön, mit welcher Begeisterung du, Manu und auch die Zuschauer die Projekte über diesen langen Zeitraum folgen. Sehr schön geschrieben. Hätte ich nicht besser schreiben können.
Und es macht ja auch wirklich Spaß. Es ist echt, also, sonst wird sich Manu ja auch nicht die Zeit nehmen. Es ist ja einfach so, wenn man dann nicht das Interesse dran hat oder wenn man, wenn es nicht mehr spannend für einen selber ist, dann macht man es ja auch nicht mehr. Und ich finde das toll und deswegen mache ich das halt auch wirklich gerne weiter und habe bald wirklich immer noch die Begeisterung. Das ist wirklich schon ein langes Projekt, was wir haben. Und solange die Karte flüssig läuft, werden wir das auch weitermachen. Also die Staffel auch. Und dann mal gucken, was wir in Staffel 6 machen. Ne? Ja. Steht ja auch noch offen. Dankeschön, TomTom. Ja, Kante ist alt, das stimmt. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es geht mir noch nicht ganz so gut. Wie auch in der letzten Folge, wir sind noch in derselben Aufnahmesession, deswegen seid mir ein bisschen nachsichtig, sollte ich mal husten oder vielleicht ein bisschen verkratzt oder ein bisschen anders klingen, seid mir nicht böse. Auch mich hat es mal erwischt. Zwergenbrause. Bei Folge 200 gibt es dann eine 200-Minuten-Folge. Bitte was? Ja, warum nicht? Dann können wir ja einen kompletten Livestream draus machen. Beton, Tong, Tong. Sind die dichter geworden, oder? Ja, haben wir nur noch hier Betonpfeiler hier. Es ruckelt schon ganz schön, ne? Obwohl man ja, obwohl ich ja schon gar nicht so einen leistungsschwachen PC habe, ne? Ist schon heftig, aber das ist halt auch nicht anders zu verarbeiten. Das ist wirklich viel, was hier auf der Karte auch rumliegt und rumkreucht und fleucht und deswegen. Ja, also selbst mit einer 5 GHz Maschine wird es wahrscheinlich nicht besser aussehen. Ne, ich denke auch nicht. Staffel 6 amerikanisch. Würden zumindest die Mehrfachtraktionen, glaube ich, ein bisschen geiler aussehen. Ja, aber dieses Braun. Ja, das ist auch das, was mich so ein bisschen stört. Wir können ja grünes amerikanisch machen. Dass wir wirklich amerikanische Loks halt hauptsächlich nehmen und amerikanische Fahrzeuge. Aber vielleicht dann in den Norden Amerikas gehen oder so. So, Ostküste, New England. Ja, genau. Ich habe mich jetzt mit Norden mutig weit aus dem Fenster gelehnt, aber hat ja zumindest ein bisschen hingehauen. Na ja, gut, Upper State New York oder so, New Jersey, Maine, gibt's grüne Flecken, ja. Genau. Das könnte man natürlich machen. Die Snowmod, nein. Da wurde ich heute auch, oder habe ich heute auch schon einen Kommentar zu gelesen mit Schneemod, nein, werden wir nicht machen. Ist schön, aber nein. Wollen wir nicht. Also ich möchte es nicht. Dann machen wir ganz Schnee oder gar nicht Schnee. Weil sonst kriegen wir das nachher nicht mehr sauber raus, dann ist der Spielstand nachher im Eimer und das möchte ich eigentlich nicht. Das Schleswig-Holstein-Projekt, das liegt entschuldigt bitte. Das liegt brach im Moment. Fehlt mir so ein bisschen die Zeit für.
Wie gesagt, ich bereite gerade noch vor City Skylines, sodass wir falsche Richtung. Sodass wir damit auch bald anfangen können. Und deswegen das Schleswig-Holstein-Projekt wäre ein Livestream-Projekt. Und das jetzt auch noch als zweites Transport-Fever-Projekt mit reinzunehmen, kann ich mir nicht gut vorstellen. Nein. Eine SH-Karte in Staffel 6. Ich habe ja eine Schleswig-Holstein-Karte. Die habe ich ja gemacht. Die Hamsterbacken fallen gleich auseinander. Nein, Charles. Die fallen doch nicht auseinander. Jetzt sind wir im S-Bahn-Chaos mit drin. Weil ich vorhin City Skylines gemacht habe, wieso nicht, am Anfang. So, nun komm, schalt frei hier. Wollen wir durch. Alter, sind hier Leute. Eine Ami-Mod mit Schnee. Eine Ami-Map mit Schneemod ist auch lustig, ja. Zuckel. Lässt sich leider nicht vermeiden, aber wir wollen ja die Staffel noch weitermachen. Also wir haben ja immer noch auch angenehme Gebiete. Ah, ein paar Frame Drops habe ich. Eben waren wir bei 29 FPS statt 30. Ja, man kann so echt gut sehen, wie groß das Schienennetz eigentlich ist, ne? Man muss ja überlegen, wir sind jetzt nur vom Depot aus, wir sind noch nicht mal in Gera. Nur vom Depot aus, noch nicht mal in Gera, 18 Minuten. Und das ist nur das Zufahrtgleis, nur die Zufahrt, ey. Na gut, ist aber wirklich Hinterland, ne? Die Fahrgäste denken, yay, ein Zug kommt. Wir können mitfahren. Ey, der fährt durch. Nein. Halt an, nimm uns mit. Das könnte heute durchaus eine gute Folge mit Überlänge werden, ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen, was wir vielleicht noch umsetzen sollen, wollen, können, immer gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt auch vor, die Kommentare wieder ein bisschen schneller zu beantworten. Ich habe in letzter Zeit, muss ich... Entschuldigung. Ich habe in letzter Zeit sehr nachgelassen. War sehr nachlässig darin, muss ich ganz ehrlich sagen, war mein eigener Fehler. Ich habe heute Kommentare beantwortet, ich glaube 50 Stück. Ich sollte nicht so viel reden. Aber muss ich, ja? Ist ja auch doof, wenn ich euch nur anschweige.
die teilweise 3 Wochen zurücklagen. Und das hat mich selber schon ein bisschen sehr gewurmt. Aber ich habe es heute geschafft, alle abzuarbeiten. Jeden Kommentar beantwortet. Und freue mich auf alle neuen. Von daher immer schreiben, immer raushauen, Mod-Vorschläge gerne machen. Ich hätte da noch ein paar Nachrichten. Boah, ein paar. Ja, vom Zeitungsverbund der Kantweiz. Eieiei. Kantopolis bei Dampf-Nostalgiefahrt. Für den neuen Zug nach Bielefeld wurden mehrere Dampflok-Fans leicht verletzt. Wie der Pressesprecher der Uniklinik Kantopolis bekannt gab, wurden die Patienten mit diversen Beulen und blauen Flecken eingeliefert. Weil aus dem Fenster beugen, um den Dampf der Lok zu genießen, waren leider die Masten für den Fahrdraht im Weg. Erste Maßnahme hat das Eisenbahnbundesamt Kantweiz Fensterverringerung für alle Züge verordnet. Leider haben noch nicht alle Wagen der Newkante Logistikgruppe eine Klimaanlage. Oh was? Klimaanlage ist Fenster auch mal. Steht ja an den Fenstern dran. Ja, Fensterverriegelung. Welch Teufelskreis. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Steht hier schon welche für? Gera Schweiersheim. Schweiersheim-Bielefeld. Schweiersheim-Bielefeld stehen hier 133 Leute. Nehmen wir die nochmal mit, ne? Für den neuen Zug. Der Zug nimmt echt Leute mit. Eine Linie von Meißen nach Kantopolis direkt. Ich glaube nicht. Ja, die liefern wir jetzt natürlich in Schweißheim ab, die Leute, und dann nehmen wir Gera raus. Aber das Geld nehmen wir jetzt mit, ne? Das, ist das der zweite Zug schon oder ist das noch der erste? Das ist der erste. Er musste aber warten, bis der zweite noch in Gera ist. Ja. Ich habe da nur ein Signal drauf, ne? Kommst du denn so voll beladen überhaupt aus dem Quark? Geht eigentlich. Wenn man eine relativ starke Lok genommen, ne? Stimmt, ja. Sollte damit eigentlich wenig Probleme haben. Die Lady. Die Leute, die da drinnen sitzen. Schon leicht abgenervt. Ja. Schon sehr. Also schon abgenervt. Anderthalb Jahre gewarten mussten auf den Zug. Auf jeden Fall. Ach, wie sind die, es gehört dazu. Sind schon Mutmaßungen, dass das Spezialfahrgast Barack Obama wäre? könnte. Und der hat VIP-Plätze gekriegt, ja. Ja, Holzklasse, weil sonst gibt es ja dann nur Strohballen. Ja.
Also das Interesse scheint echt vorhanden zu sein. Gera Hauptbahnhof. Ach, die wollen alle nach Gera Hauptbahnhof. Mit der Bielefelder Linie. Würde ich mal behaupten, dass die Gera Linie etwas überladen war. Oh. 16er. Könnte. So, den anderen haben wir uns auch mal rausgeschnappt. Wir werden ja wohl vorher in Bielefeld sein, bevor der andere hier in Scheuersheim ankommt. So, dann fahren wir jetzt hier mal mit. Nochmal am Güterbahnhof durch hier. Güter Süd könnte man auch mal machen. Ja, wäre auch noch so ein Punkt. Güterschifffahrt wollte man noch machen. Ja. Autosave, na das ist ja mal was da. Die Kollen müssen runter. Was ist denn Kollen? Hier habe ich noch gar keine Signale gesetzt. Also wird der andere Zug in Gera eh noch, in Schweiersheim eh noch nicht losfahren. Ah, Donnerschlag meint, das Geld vernichten muss. So. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel Geld wir jetzt haben. Auch bei Folgenbeginn waren wir irgendwo bei 8,5 Milliarden. Mhm, 8 und war das ja. Ob es durchgehend bei 90 km/h, also weder runter noch hoch, ist doch in Ordnung. 97 wäre Top Speed. Aber ich glaube, die Steinbrücke war ja auf 90 limitiert. Ja, die Steinbrücke ist auf 90. Ist ja nicht schlimm, konstante Geschwindigkeit gleich gute Einnahmen. Richtig. Lass mal gucken, wie wir in den Bahnhof reinpassen. Halt die letzten Passagiere noch in Schweiersheim aussteigen. Ja. Mein Mike, vielen Dank für dein Sub auf YouTube. Schön, dass du reinschaust. Schön, dass du da bist. Stehen die auf der anderen Seite. Halt, warte erstmal. Du bist jetzt losgefahren in Schweiersheim. Dann machen wir jetzt erstmal kurz Pause. Dann nehmen wir jetzt raus Gera und nehmen raus Schweiersheim. Und dann müssen wir jetzt nochmal hier unseren Zwischenpart eine Signale geben. Und zwar... Winker. Ach ja, Winker müssen wir. Guter Einwand, guter Einwand. Oder können wir die auch upgraden? Nö. Nee. Und in diesem Falle wäre es ja auch downgraden gewesen.
Gut, dann machen wir jetzt Play. Gas geben. Und dann fahren wir wieder mit zurück. Gucken wir mal, wie die Strecke wird, ne? Ja, habe ich doch gemacht, wieso nie? Oh, kommt aber gut raus aus dem Bahnhof. Hier sieht man noch schön Gera im Hintergrund. Da sieht man auch, von Gera ist Schweiersheim nicht weit. Da kam gerade eben im letzten Augenblick noch eine andere Zug hinten um die Ecke. Vielleicht passt das wirklich so, dass kaum einer abbremsen muss. Da kommt der andere Zug. Oh, pass auf. Das passt sowas von. Alter Schwede, das ist ja wirklich ängstigend. Guckt euch das an. Ist ja unglaublich. Naja, und wenn, dann muss halt einer abbremsen und der andere fährt durch. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Drama werden würde, aber es ist schön geworden. Ich bin zufrieden mit mir. Habe ich schon schlechter gebaut. Hi Sven. Ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ne? Wir sind jetzt schon bei 33 Minuten. Haben wir noch nicht viel geschafft. Oh, jetzt müssen wir nochmal mit hinfahren, ne? Nahverkehr. Ja. Wir vergessen den Nahverkehr zu lösen. Wir schweben da kurz mal hin. Das Beam einschalten. Wir nehmen die Drohne. Hau rein, Group. Also von der Kapazität her müsste das eigentlich passen. Will das auch voll. Der Zug nach Gera ist voll. Ja, da sieht die ganze, glaube ich, noch ein bisschen länger machen. Noch länger, ey. Wobei Waggons noch dran hängen. Zwei Gongs zwischen, ja. So, zwei. Das heißt jetzt die Lok wieder nach hinten. Bergenbrause schlägt noch vor, Schweiersheim Meißen auch noch zu ersetzen. Du zahlst 26 Millionen. Okay, haben wir gemacht. Was die auch noch ersetzen? Okay. Könnten wir jetzt die große draufsetzen? Ich habe mir da Wahl. Ja. DB Mitte Panto? Was ist da denn? Vorderen Teil oder den hinteren? Warte. Ich wurde gebeten, mal die 422 einzusetzen. Und das werden wir jetzt da mal tun.
Eiskalt. Hier bauen wir gleich die große. Also ja, die. Passt genau darauf. Gut, das hätten wir auch erledigt. Übrigens bei 9,3 Billionen. Oh, stimmt. Wir haben schon wieder Einnahmen gemacht. Das ist ja grausam. So, jetzt machen wir die nochmal kurz ersetzt hier. Was macht der 1,69? Okay. Ja, und da kam dann auch mal der Wunsch auf, wieder eine Sandwich-Bauweise mit zwei Steuerwagen in der Mitte, die Lok. Achso, vorne hinten Steuerwagen, in der Mitte die Lok. Alter, ist das Ding schon lang geworden, ne? 286. Ah, nicht ganz voll, aber passt. Kommt gleich noch. Kommt gleich, genau. So, jetzt wollen wir aber nochmal die Schnellreise nach Schweiersheim machen. Bielefeld. Bielefeld. Da drin saß gerade Lars Sauer. Lars Sauer steigt jetzt aus am Bahnhof. Nach dem Autosave natürlich. So, jetzt fahren wir natürlich in der Kutsche eine Runde mit. Müssen mal gucken, was sie für einen Takt haben, ne? Ja. Und wir hätten noch eine Schlagzeile zu Bielefeld. Schlagzeile. Bielefeld als Ökostadt ausgezeichnet. Nach anfänglicher Kritik an der New Kante Logistik Group, dass Dampfzüge auf der Linie nach Bielefeld fahren, gab es jetzt eine Auszeichnung. Die Dampfloks werden nämlich in Absprache zwischen New Kante Logistik Group und der Stadt Bielefeld mit dem Pferdemüster Pferdekutschen betrieben. Dies war der Anlass für den Ökologischen Ausschuss für Nachhaltigkeit und weiterdenkende Antriebstechnologien Kantweiz, ÖANWAK, die Verleihung des Preises. Dies soll auch den Bekanntheitsgrad der bis vor kurzem verschollenen Stadt Bielefeld stärken. Ja, Bielefeld, Weltkulturerbe. Alles klar, Daniel. Kutscher schläft gleich ein auf dem Bock. Ja, ja. Das sah sehr gelangweilt aus. Hat nicht mal Zügel in der Hand. Das ist also autonome Pferde. Ich wollte sagen, warum stehen die? Ist mein Spiel abgestürzt? Nein, ist es nicht. So, jetzt fahren wir hier in die 30-Zone rein. Ich glaube, der Fahrer ist eingeschlafen. Ah ne, ist ein Kutscher, ne? Oder in Altdeutsch gesprochen, Schwager. Ja. Ja. Stimmt. Wir erinnern uns alle an das Lied. Hoch auf dem gelben Wagen von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel. Ja. Plötzlich beim Schwager von. So, also, eine Kutschfahrt ist so interessant, oder? Hi, Coco. Hier ist ein Casino, ich habe ihn noch gar nicht gesehen.
Hast du in so einem normalen Haus ein Casino sein können? Was war das? Sea Cruise. Okay. Sind schon über die 40 Minuten drüber. Hi Hero. Da fahren kaum welche mit der Kutsche. Zu Fuß sind sie ja auch schneller. Ja. Eine Kirche hätten wir ja, ne? Zack, große Hütte da, bam, hingestellt. Warte mal, bis du Waren mit Pferdekutschen hier anlieferst. Okay. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Oh, da kommen Leute. Oh, da kommen Leute. Oha. 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 Oh, die wollen die nicht alle mit. Oh, doch. Die Pferde hat die Pferde wie Herrn auch schon. Ein paar Kutschen kommen noch. 17 Leute stehen hier. Naja, warten wir ab, ne? Und dann noch alle zu kommen. Wir haben ja soweit relativ gut abgedeckt, die Stadt. Können wir noch mal fix gucken, was der Takt sagt. Der Takt liegt bei 26 Sekunden. Boah. Der Zug macht 3,6 Millionen Minus. Aber wir warten es erstmal ab und lassen das so laufen. In Folge 125 sitzen wir dann Zug Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6 drauf. So, da müssen wir ja auch nochmal mitfahren. In der 422 habe ich ihn schnell noch mal reingebucht. Ach, nach hinten rausgucken kann man auch. Das ist, weil die vorwärts und rückwärts fahren, glaube ich. Ist das schon die neueste Version? Weiß ich nicht. Weil da gab es ein Update, aber kannst ja im Zug nachgucken, ob er vorwärts rückwärts kann. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt fahren wir mit. Lass uns erstmal überraschen. Alter Holzwurmhändler, alles klar, Miko 3. Adrian, moin. Hier hinten sieht man schön das Parkhaus. Als auch als Fahrzeugdepot dienen kann, aber wir ja nicht benutzen dürfen, einfach so.
Aber gut Verkehr drauf auf der Linie, oder? Wie sieht das hier innerstädtisch aus? Ja, ne? Dürften wir hier gleich alle rauspoltern. Oh, hier kommen gerade welche wieder rein. Reinpoltern, rauspoltern. So, wo wollten wir jetzt noch hinfahren? Nirgendwo. Den ICE losfahren von Schweiersheim. Den warten wir jetzt mal. Kommt da noch eine Dampflok? Die ist ne, vorher kommt der IC. Der IC. Ist der Mod wieder faul oder? Der Bot, nicht der Mod, der Bot. Na, was war der hier? Chemie oh, der braucht ein bisschen. Er braucht ein bisschen. Ah, ist klar. Chemiefabrik. War Materialblätter oder was? Oder dauert sich zu viel? Da. Der Abfuhr. Hey, Lee Mariah ist auch mal wieder da. Nein, Fizuni ist noch nicht. Der Transportfieber ist noch nicht durch mit der Entwicklung. Oh, da könnten wir schön mal hinten die Kamera nehmen. Guck mal, wie schön der sich windet. Wie ein Aal. Langsam ist die Lok nicht mehr stark genug, oder? Boah, da könnte man mal langsam drüber überlegen, ob man da einen Taurus draufsetzen oder eine 101 vielleicht. Ich glaube, eine Taurus wird da besser zu passen. Aber ich lasse mich da auch gern von anderen überstimmen. Ja gut, sagen wir so, die 101 wäre nicht untypisch. Wäre von der Leistung her auch ähnlich. Noch 103. Ja, auch nicht schlecht. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Kannst du mit auf deinen ominösen Zettel schreiben. Auf deine Klolektüre. Entschuldigung. Kommt er nicht mal annähernd an die 180 mehr ran. Was haben wir da denn drauf gesteckt? Bitte? Was haben wir denn auf die... Dualstocks. Stimmt, die Dualstocks. Okay. Gut, wir müssen umsteigen, warten noch kurz auf eine neue S-Bahn, die hier gleich eintrudelt. Die andere ist gerade weg. Der Zug fährt wieder los.
Auslastungen sind gut. Was sagt denn die Leistungsbewertung? Mittelmäßig. Ja, dann tausch doch mal die Lok einfach aus. Machen wir in einer anderen Folge. Ohne zwischen den Aufnahmen oder so. Gesundheit, mein Schatz. Ihr merkt schon, bei uns ist hier ordentlich Virenalarm. Mein Sohn geht es auch nicht so gut. Aber wir werden durchkommen. Wir werden es schaffen. Habt ihr doch gesagt, aktualisier mal deinen Virenscanner dieses Jahr. Ja. Durchaus im Bereich des der To-Do-Liste. Eine fährt raus, die nächste rein, den Kehrer. Ja, wir haben 7 Loks drauf, also die, da muss schon Bewegung drin sein. Ich schätze mal, wir könnten sogar noch eine draufsetzen. Ja. Aber dann wird das langsam in Kantopolis ein bisschen eng, da müssen wir uns mal Gedanken machen. Vielleicht nehmen wir da den Mod-Bahnhof, den Untergrund. Dann könnten wir die nämlich trennen voneinander und unterirdisch. Zwei Ebenen meinst du? Ja, genau. Eventuell zwei Ebenen. Oder, dass wir die nebeneinander machen. Ja, geht auch, ja. Dass wir vielleicht dann die... Genau, die geradeaus fahren, aufs rechte Gleis, auf die rechten beiden Gleise schmeißen und die nach links abfahrenden auf die linken Gleise oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, da müssen wir aber noch ein bisschen von Bernhard Erdmann ein bisschen Erde anfordern. Hallo Kiro, die Nacht steht auch da. Guten Abend, Kiro. Hallo. Jetzt bin ich hinten. Hat er einzelhaft im Büro? Wahrscheinlich. So, jetzt sind wir in Hannover. Jetzt nehmen wir aber noch die S-Bahn bis Kantopolis und in Kantopolis steigen wir dann um und wollten dann weiterfahren nach nirgendwo, ne? Ja, über München? Über München, ja. Alter, wir sind bei 55 Minuten. Ah, oh, die Habsabacke ist ja schnell. Wir können ja mal im Chat fragen, wollen wir noch bis nirgendwo fahren? Das wären dann so Stunde 20, so eine der längsten Folgen, die wir überhaupt mal wieder gemacht haben. Ich weiß doch nicht, wie das Interesse ist. Nicht, dass wir eine Mecker kriegen. Also ich sehe da irgendwie fast nur Ja's. Ja, vor allem große Ja's. Okay. Ja, ihr habt mich überzeugt. Alles gut. Beiteiler machen wir nicht, Daniel. Aus einer Folge.
Aber man merkt, dass in Kantopolis richtig Bewegung ist, ey. Kommst hier rein. Ja. Hamsterbacke ganz hinten, ja? Okay, habe ich verstanden. Tja, kommt ihr nicht mehr rein, wa? Ist ja bald besser. Au, 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 au. Ich müsste da noch ein Hotel hin, wie in, ne? Von der Halsarmee. Wie viele stehen hier dann? Ja, Zug wird voll. Oh, da kommt ein Hired. Halb voll. Schnell noch einsteigen. 478 von 515 Fahrgästen. Ja. Wollten wir dann nicht einen extra Long Hired auf die Strecke setzen? Nein, der lohnt sich nicht. Gehört dazu, der Satz. Auf die S-Bahn TG Hyatt extra noch. Mhm. Was wollen wir noch mit anderen Fahrzeugen? Warum fahren wir nicht überall extra long? Ja, weil es keinen Hyperlong gibt. Alter Schwede, wie eine Schlange windet sich das Ding da durch, ne? Aber mit Vollgas. Ja. Und voller Besetzung. 478 von 500. Michael. Ja, der Rest sind Schwarzfahrer. Unglaublich. Fünffach-Traktion. Fünffach-Traktion ist es. Fünf. Fünf. Dreifach-Traktion war vor Jahrzehnten. Ja, echt jetzt mal. Ist ja schon Ewigkeiten her. Könnt ihr ja beim Modder anfragen, ob man nicht TG Hyatt den Hyperlogo mit Kante-Logo machen kann. 378. Ja. Könnt ihr mal bestimmen. Gegengleis. Wie bitte? Der fantastische Zug auf dem Gegengleis. Ja. Die Straßenbahn fährt immer noch über die Holzbrücke. Danke, No Name. Ja, einen könnten wir noch ranhängen, aber dann wäre aber auch echt schon Grenze, ne? Also wir hatten schon überlegt, noch einen Zug draufzusetzen, aber das kannst du knicken, das haut nicht hin. Dann kriegen wir den Takt nicht in den Griff. Aber das muss man sich mal überlegen, guck mal, was das also das ist der Wahnsinn. Das
Sag mal, wie groß ist die Stadt hier eigentlich geworden? Das war doch nicht so ein großes Industriegebiet. Wir liefern nur per LKW Güter an. Wir liefern nur per LKW und alles nur links vom Bahnhof. Ja. Wer mag Geschäft rechts ist zu machen. Alter. Ich sehe da schon die nächste Autobahnplanung. Jeder Bahnsteig ist auch nicht viel leerer als in Kantopolis. München nirgendwo. 350? Oh, ich glaube... 370? Der Zug ist zu klein. Ein Zug. Wie viel hattest du? Wie viel Kapazität? 132? Ich glaube, wir sollten dann mal etwas aufbauen, bitte. Was wollen wir da draufsetzen? Aber das kommt jetzt zum Folgenende. Wer jetzt noch da ist, freut sich sowieso, dass der Zug noch fährt. So, was haben wir denn jetzt aktuell drauf? Ich habe gehört, wir wollen an TG Hyatt fahren lassen. Ja. Gibt's da schon die Vorschläge? Extra Long? Achso, ich muss hier alles anmachen. Ja. Also Long hat 380. Extra Long hat 510. Extra Long. Okay. Sofort ersetzen. Du zahlst 463 Millionen. Dann wären wir wieder bei 9 Milliarden angelangt. Das war auch gut. Glatte 9 Milliarden. Siehst du, läuft doch. Ja, bei den erwarteten Reisemengen da. Sind nur 416, die da stehen. Was nimmt er jetzt wieder mit? 318 nimmt er wieder mit zurück. Das muss man sich mal überlegen. Auf die kann München auch gleich ersetzen. Wollt ihr mich pleite machen oder was? Lohnt sich doch eh wieder nicht. Oh, er fährt nur voll, ey. Zack, ist der Highlighter. Noch eine Wunschfarbe? Können ja mal das tolle Grün nehmen. Fantastisch grün, ja. Pause, bevor der jetzt losfährt ohne mich. Das wäre das fantastische Grün. Das wäre jetzt das Liniengrün. Oh, das hat aber auch was. Das sieht in jeder Farbe, sieht der geil aus, ne? Mhm. Kannst du eigentlich aussuchen, was du willst. Ja, das Liniengrün sieht auch gut aus. Achso, weil wir jetzt hinten sind. Okay, ja. Mhm. Wir wissen ja noch nicht, was da hinten los ist. So, am Flughafen. Am Flughafen stehen ja auch noch welche. Ja, auch noch mit. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Extra Long hier reinpasst. In den Bahnhof. Schön werden. Schöne Lachnummer, ja. Zwei Waggons und das steht davor. Also die Hälfte steht hinten draußen. Kriege ich vielleicht ein schönes Bildchen hin für mich? Thumbnail-artig? Ne, will nicht so, wie ich das möchte. Ja, das rücke ich mir schon zurecht. Das sieht ganz gut aus. So, Abfahrt. Was, sie sind 100 ausgestiegen?
Ups, guck mal auf den Flughafen, bitte. Da will keiner hin. Oder ist nur die Hälfte? Ach, das ist ja, wenn du ihn ersetzt, steigt er nur die Hälfte ein. Ja. Oder zwei Drittel oder so. Ja, die Anzahl der Waggons, die vorher schon waren. Ja, genau. Also ich glaube, mit 4 extra Longs sind wir ein bisschen heftig dabei. Mein Gott. Ja, war klar, dass du wieder sowas sagst. Stell dich nicht so an. Komm schon, Kante. Kohle ist da. Wir hätten natürlich auch den Einzug über die Dingsstrecke fahren lassen und vielleicht 2 TGH direkt. Wäre auch noch eine Variante, die wir durchaus nochmal in Betracht ziehen können. Ja. In Betracht ziehen könnten, ja. Aber bis auf 250 beschleunigt er. Naja, jetzt lassen wir den Extra Long hier erstmal fahren. Schauen wir mal so in 2-3 Folgen, wie viel man da noch drauf sitzen müssen. Nicht mehr viel. Hoffentlich kann er hier überhaupt drehen. Der andere kam dir auch entgegen. Aber gerade eben. Hier beginnt die Weiche. 33 fahren wir zurück. Naja, nichtsdestotrotz bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Das war es soweit von der Mitfahrtfolge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch keinen habt, nehmt eins mit. In der nächsten Folge bin ich hoffentlich wieder fitter dabei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nicht und bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.